Ein Fragment muss gleich einem kleinen Kunstwerk von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein, wie ein Igel. Das ist das wahrscheinlich meist zitierte und interpretierte Fragment, wenn es um die frühromantische Auffassung dieser Gattung geht. Es ist auch, glaube ich, die einzige Stelle, wo es überhaupt so etwas wie eine Definition oder Bestimmung gibt. Und es wird meist so gelesen, dass das Fragment hier letztlich doch auf den Aphorismus, das heißt auf die Geschlossenheit eines vollkommenen Satzes zurückgeführt wird. So zum Beispiel liest das auch Maurice Blanchot. Eine Geschlossenheit, für die es als Satz gleichzeitig ein Beispiel gäbe, also die es also gleichzeitig auch vorführte. Ein Fragment muss gleich einem kleinen Kunstwerk von der umgebenden Welt ganz abgesondert sein und in sich selbst vollendet sein, wie ein Igel. Wodurch, wenn man das so liest, das freie und gleiche Beisammensein der Fragmente im Ensemble dann doch zumindest tendenziell eher als ein System von Systemen erschiene oder das System zumindest als das große Ding, von dem der Igel träumt. Ein Fragment muss gleich einem kleinen Kunstwerk von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein, wie ein Igel. Kunstwerk, Fragment, Igel. Ich denke, unser romantisches Unbewusstes schlägt genau an der Stelle zu, an der wir einen solchen Satz, eine solche Analogiebildung auf Anhieb verständlich finden, weil wir ganz mechanisch, also mechanisch und nicht organisch, den fehlenden Term ergänzen und den Igel ebenso als kleinen Organismus verstehen wie das Kunstwerk. Vielleicht hatten die Schlegel und die anderen der Zeit nicht genug Kant gelesen, obwohl sie sehr viel Kant gelesen hatten. Denn es heißt irgendwo bei Kant, dass wenn die Igel zu kalt fühlen, wollen sie sich also zusammen ruppen, kann man so. Ja, aber dann ist es Pik, sie stechen sich, ja, so. Und das geht nicht, dann gehen sie weiter, ja, ja im Abstand. Aber das ist sehr interessant, vielleicht gibt es keine mögliche Gemeinschaft der Igel. Ja. Und Schlegel hätte vielleicht ein bisschen mehr dann über Igel denken können mit diesen Bemerkungen von Kant. Das ist nicht eine Bemerkung, das ist eine populäre Geschichte, die er wiedergibt. So. Ich meine, ja, das... das Organische des Igel, das sie wunderbar in das Unorganische des Legi umdrehen, ja, ich könnte sagen, wir hätten im 1978, wir würden sehr froh gewesen, dieses Umkehren gefunden zu haben und oder von Sie bekommen zu haben, ja. Denn gerade vielleicht wollten wir so etwas zu finden, das zwischen der organischen Totalität des Igels und nicht eine einfache Umkehren, was Sie mit Legi tun, ist keine also einfache Umwertung oder Umschreibung. Das ist mehr, das ist immer das, ist es das oder der Igel? Der Igel, ja. Das ist immer der Igel. Man kann ihn immer anerkennen, nur umgeschrieben. Also, das heißt, was geschieht mit dem Schreiben? Also sie machen mit dieser Umschreibung, sie machen vielleicht genau, was die Zweideutigkeit der Romantik, der Frühromantik, also mehr klar macht. Ja.
Einmal der Igel, die Totalität, Organismus und ja, genau, was Sie sagten, was nachher politisch, literarisch irgendwie, würde ich sagen, zum Beispiel mit dem vielleicht zweiten Romantik oder auch mit dem französischen Romantik viel mehr geschehen ist. Und dann mit dem Traum des totalen Kunstwerks, oder wie sagt man das? Ja, total. Ja, des Gesamtkunstwerks. Ja. Und dann die, natürlich die politische Totalität. Ja. Das alles ist eine. Und eine andere Seite ist, ja, das ist wirklich sehr schön, diese Umschreibung des Igels. Das heißt dann, der Igel bleibt doch, und was heißt der Igel, wenn er bleibt, aber sagen wir nur als eine Multiplizität von Igel. Deshalb dachte ich auch an Kant, ja. Dann heißt der Igel, dass es einen Punkt gibt, ein ganz in sich geschlossener, wenn man will, Punkt, aber dass auch kein Organismus ist, also nur ein Punkt und andere Punkte. So. Und die können alle zusammen, die können nicht nur, die sind natürlich zusammen, aber trotzdem bilden keine Totalität, keinen größeren Organismus.